Moin, so, wir haben hier eine kleine Produktplatzierung, das kann man jetzt unten links im Bild auch sehen. Und zwar habe ich von der Firma Make-O-Rama zwei kleine Pappschächtelchen zugeschickt bekommen und die haben wohl einen ganz tollen Inhalt. Ja, was ist das hier? Ich habe mir vor einiger Zeit mal Videos im Netz angesehen aus Amerika, da konnte man sich monatlich kleine Boxen zuschicken lassen und in diesen Boxen sind Filament-Samples und so hatte man ein kleines Abo und konnte in möglichst kurzer oder in relativ kurzer Zeit viele Materialproben testen. Finde ich super die Geschichte und fand es gleichzeitig schade, dass man das hier in Deutschland nicht kann. Das hat sich jetzt geändert mit der Firma Make-O-Rama und die bieten das an und man hat hier die Möglichkeit, ein monatliches Abo abzuschließen, das monatlich kündbar ist. Und da bekommt man dann Filament-Sample zugeschickt und kleine, ja, ich sag mal, Druckaufgaben gleich mit hinzu. Gucken wir uns die Box mal an. Das sieht so aus, so kriegt man die Box zugeschickt. Da steht hier ein bisschen Werbung drauf, also das macht auf jeden Fall was her. Das ist nicht nur einfach eine braune oder graue Pappschachtel. Das kriegt man so zugeschickt. Ich habe zwei Boxen bekommen, eine machen wir jetzt mal auf. Und zwar sieht das Ganze so aus. Wir haben einmal Süßigkeiten, damit man sich beim Drucken nachher auch schön was reinpfeifen kann. Finde ich super. Ein Lutscher und Haribos. Ein paar kleine Aufkleber von Make-O-Rama. Finde ich auch super. Dann sieht man hier einen Flyer und auf dem Flyer ist ein Phone Charger abgebildet. Beziehungsweise das ist normalerweise eine Tankstelle für Tesla-Fahrzeuge. So eine Elektro-Tankstelle. Hier sieht man die Sing-Nummer von dem Modell, also dass man das im Internet finden kann. Make-O-Rama, wo die ganze Geschichte jetzt hierher kommt und man sieht einen QR-Code. Ich weiß gar nicht genau, entweder führt er zu Make-O-Rama selber oder er führt zu dem Thing. Eins von beiden. Klappt man das hier auf, dann sieht man, in dieser Box befinden sich diese vier Materialien. Wir haben einmal Polymax PLA, HD-Glas, wir haben Stonefill und ein bisschen PETG. Und man sieht hier noch eine kleine Anleitung, wie man die Teile am besten drucken sollte. Aber viel, viel wichtiger als diese Abbildung hier sind jetzt die Materialien selber. Die gucken wir uns mal eben an. Da haben wir hier von Extruder ein silbernes PETG. Man sieht hier gleich noch schön die ganzen Daten, die man zum Drucken braucht, damit zu aufgedruckt. Man sieht hier, wann das verpackt worden ist, am 23.02.2018, also relativ frisch verpackt. Dann haben wir vom Form Futura hier einmal ein HD-Glas in Rot. Ebenfalls alle Daten drauf und auch wann es verpackt worden ist. Dann haben wir hier ein Stonefill von Form Futura. Auch die Druckdaten drauf, die man braucht. Und wir haben ein weißes PLA von Polymaker. Ebenfalls wie bei den anderen gehabt, alle Daten mit drauf. Das sind die vier Materialien, aus denen sich diese Ladestation zusammensetzt oder zusammenstellen lässt. Also bekommt man nicht nur einfach eine Box mit Filament-Samplen, sondern man bekommt wirklich eine kleine Anleitung dazu, was man aus dem Material machen kann. Und das finde ich ist eine ganz witzige Sache. In Amerika war das glaube ich nur so, dass man die Box bekommen hat und man kann damit drucken, was man will. Kann man hier natürlich auch, aber so, das finde ich ganz witzig gemacht, finde ich ganz gut. Unter www.make-o-rama.de, da könnt ihr euch ein bisschen informieren, könnt euch mal den ganzen Kram angucken und bei Interesse könnt ihr da ein Abo abschließen. Das läuft einen Monat, ist monatlich kündbar und kostet 19,95 € im Monat. Ich habe zwei von diesen Boxen bekommen und für mich selber brauche ich nur eine von den beiden und ja, damit die andere nicht rumliegt, würde ich mal sagen, ich verlose die zweite Box. Wenn ihr die Box dann haben wollt, schreibt mir einfach Hashtag Make-O-Rama in die Kommentare und nächsten Mittwoch werde ich dann den Gewinner ziehen. Ganz wichtig ist, das Filament hat einen Durchmesser von 1,75 mm, also da muss man eben drauf achten. Und ja, das war's dann. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein starkes Restwochenende und dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens am Mittwoch wieder. Macht's gut und bis dann.